Hey Leute, da sind wir wieder. So, gestern ein Orden, vorgestern ein Orden. Da ist doch klar, was jetzt kommt. Könnt ihr euch noch erinnern? Team Rocket Spielehalle. Und das war, glaube ich, das erste Mal Chiwani? Ja, das erste Mal Chiwani besiegen war er hier. Und jetzt sind wir von der Story des Spiels her 3 Jahre später wieder hier. Und derselbe alte Knacker steht immer noch hier vor der Mädchenarena, dieser pädophile Sack. Wir zeigen dir Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Ja, ne? Flammenrad würde ich mal glatt behaupten. Und nochmal ein Flammrad. Wir haben verloren. Oh, ein Kampf. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber von mir aus. Und das ist Kokobei. Flammrad. Und Nicole wurde besiegt. Ach, das war es. Glaubst du, dass eine Pokémon-Arena nur mit Mädchen selten ist? Ja. In Dugatia steht noch eine und das war's dann auch schon so ziemlich. Ich finde es nur schade, dass Rexy so spät Flammenwurf bekommt. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen leise geworden bin, aber mir fällt im Moment auch nichts ein, was ich sagen könnte, weil ja. Ich meine, wir machen jetzt einen Arena-Leiter-One.
Und dann haben wir schon freien Zugang zur Silberhöhle. Aber bevor wir dahin gehen, machen wir noch ein paar Sachen. Zum Beispiel brauchen wir noch zwei Katzen. Zwei Raubkatzen. Legendäre. Um zu Ho-Oh zu kommen. Und zu Lugia wollen wir auch noch. Und das Alfruin-Rätsel müssen wir auch noch machen. Und dann müssen wir auch noch den Typ in der Johto-Höhle kriegen, beziehungsweise im Kesselberg. Der Gymleader von Safronia. Also, es warten noch jede Menge Nebenteile auf uns, die nicht spielentscheidend sind, jedoch trotzdem sehenswert. Flammrad. Ach stimmt, ich weiß jetzt, warum wir das Zugticket noch nicht bekommen. Aber das werde ich jetzt noch nicht verraten. Wie ärgerlich. Hallo, schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Johto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut. Ich werde jedenfalls nicht verlieren. Tangela! Das ist Spaghetti-Kopf. Flammrad. Flammrad. Und Level 44. Und Flammenrad. Jetzt setzt die Hypertrank ein. Zum Glück machen die das nicht, wenn die, wenn es einfach unfair wäre, im roten Bereich oder so, wenn man nur noch einen Schlag hätte. Das wäre echt fies. Man kämpft ja nicht umsonst die paar Stunden, um es zu besiegen. Und Bluebella. Und Flammenrad.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Frag mich jetzt nicht, warum gerade Flash, aber es war so eine Instruktion. Ich weiß auch nicht. Erika wurde jedenfalls besiegt. Oh, ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt zu neuen Taten an. Nimm bitte diese TM an. Gigasauger. Ja. Und so weiter. Okay, Leute. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann mal gucken, was wir noch so tun können. Und so. Wir können... Ich will euch mal was zeigen. Die sind nämlich zu. Es ist verriegelt. Die wurden zugemacht. Weil, weiß ich nicht. Und weiter geht's. Wir repräsentieren die Pokémon Trainergilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Nicht euer Ernst, oder? Und ich habe vergessen, in das Pokémon Center zu gehen. Und deswegen Rexy ist tot. Na gut. Muss ich mit leben. Da besiegen wir mal diese Trainergilde hier. Smogon. Hat er nur Smogons? Das wäre ja fast schon langweilig. Jetzt haben wir innerhalb von kürzester Zeit schon 3 Ohren hier gemacht. Und es wird wohl in diesem Tempo auch so weitergehen. Jetzt kommt erstmal noch ein kleiner Zwischenstopp mit anderen Sachen. Aber dann geht's im gleichen Tempo weiter. Im Radioturm wird gesagt, was passiert ist. Und das wird dann auch erklären, warum die Magnetschwebebahn nicht funktioniert. Hey Percy, wie geht es dir? Beim Einkaufen heute habe ich eine tolle Puppe gesehen und ja, von deinem Geld gekauft. So ist es auf deinem Zimmer, du wirst sie lieben. Ja, toll, danke, dass du mir Puppen kaufst, du. Naja. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelpfad zuschütten lassen. Das ängstigt mich. Ah, das Ordnungsamt hat es zuschütten lassen. Wahrscheinlich, weil Leute wie ihr mit euren Motorrädern da durch seid. Ruckzuckieb. Flamara wurde besiegt. Und Deno ist Level 43. Vergib mir.
sagte er und sprang über Bord. Jo. War, glaube ich, sowieso höchste Zeit, dass es Level 43 wird. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Nimm dich in Acht. Der Rote hat das auch schon gesagt, also. Irgendwie witzig. Ich Idiot. Ohne Müll. Ohne Müll. Aber es wäre fast One-Hit gewesen. Ach komm schon. Das hat 2 KP abgezockt. Und ein weiteres Mogon. Surfer. Also für Leute, die immer wieder fragen und machen, was das Ziel dieses Let's Plays ist. Ja, dieses Let's Play endet, sobald wir Rot besiegt haben. Das wird also der Silberberg und Rot wird also die letzte Etappe sein, die wir in Angriff nehmen werden. Und wenn wir den besiegt haben, haben wir praktisch alles gemacht, was ich machen wollte. Praktisch so. Wir haben alles erkundet. Wir haben alle legendären Pokémon gesehen, die es in dieser Generation gibt, außer Celebi. Celebi kann man nur durch einen GS-Glitch herbringen, wozu man einen Code eingeben muss, und das will ich nicht machen. Das soll nicht heißen, dass ich Celebi noch nicht ercheatet habe, aber im Let's Play ist das scheiße. Mew war dagegen eher ein Glitch, den man auch ohne Cheats hinbekommt. Das lasse ich mir dann noch gefallen. Wenn wir Rot und Blau Let's Played hätten, hätte ich auch mal den Items-Klon-Trick angewendet mit Miss Mew, um euch das zu zeigen. Und hätte damit Meisterbälle geklont. Was dann ja auch mehr oder weniger Cheaten ist. Aber Leute, es macht jeder. Jeder, der Rot und Blau hat, cheatet sich Items. Und wer jetzt sagt, nein, ich nicht, der lügt. Du hast viele Ohren. Kannst du mal sehen. Kleiner Streber. Christian. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Schweizer Kollegen grüßen. Ja. Und einen Typen, der sich selbst Shadow nennt. Also, hallo! Streber Christian und so. Versteht er? Und die ganze Magnetilo-Bande besiegt. Wir Level 44.
Wie, ich dachte, du bist stark. Hä? Ja, wir pflücken uns Beeren. Hört euch diese Musik an. Ist sie nicht hübsch? Die haben die voll friedlich gemacht. Schön ruhig. Ich finde sie schön. Aber hier gibt's auch keinen Pokémon-Friedhof mehr, sondern einen Radioturm. Und Leute, was soll ich sagen? Die Zeit ist schon wieder um. Und das war Orden Nummer 3 in Kanto. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ich mach auch Schluss für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.